das innere Kind und die Partnerschaft. Oder wenn auf einmal zwei innere Kinder da sind. Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass du heute auch wieder die Zeit gefunden hast und dir unser Video hier anschaust. Das Thema heute, das innere Kind und die Partnerschaft. Was habe ich denn damit zu tun? Genau, das ist meine kleine Kiki. Das ist mein inneres Kind. Ich bin die Kleine von der Großen da. Ganz genau. Und gerade in den Partnerschaften zeigt sich oft das innere Kind. Meistens unbewusst. Aber wenn wir uns vorstellen, dass ja in einer Partnerschaft zwei Erwachsene eine Verbindung haben, eine Beziehung haben, kennst du diese Situation, wo du dich auf einmal vielleicht wie ein Kind fühlst, in so eine Kindrolle gedrückt wirst, weil dein Partner zum Beispiel dir als erwachsene 47-jährige Frau sagt, Schatz, wir haben 2 Uhr, du musst ins Bett, zum Beispiel. Oder eben etwas anderes sagt, wo du für dich das Gefühl hast, der geht so in die Vaterrolle. Der versucht mich gerade hier zu erziehen oder der versucht mir etwas zu verbieten oder zu gestatten. Und genau da zeigt sich eben dieses innere Kind. Einmal von dir oder eben auch von dem Partner. Das heißt, wenn der Partner auf einmal dich in so eine mütterliche, fürsorgliche Rolle drängt. Ja, oftmals ist es aber auch, weil wir Frauen ja auch so veranlagt sind, dass wir sehr oft in diese Rolle einfach hineinfallen. Zum Beispiel, dein Schatz geht, macht eine Motorradtour und du rufst ihm hinterher, denk an deinen Schal, Schatz, und putz dir auch die Nase. Warum ist das gerade für mich heute dieses wichtige Thema, was ich dir nahebringen möchte? Weil ich eben auch in meinen Begleitungen Paarbegleitungen habe. Und ganz oft ist eben ein Auslöser, warum ein Paar zu mir kommt, wenn es in der Sexualität nicht mehr klappt. Das heißt, wenn einfach dieser Lust- und Leidenschaftsfaktor, den wir als Frau und Mann füreinander empfinden, nicht mehr da ist, dann werden ganz oft Paare wach und verstehen auf einmal nicht mehr, wo ist meine Lust und Leidenschaft hingekommen, warum finde ich meinen Partner nicht mehr attraktiv, warum möchte ich keinen körperlichen Austausch mehr mit ihm. Das hat mit uns zu tun, mit dem inneren Kindern. Genau, denn in dem Moment, in dem in deiner Partnerschaft sich die Rollen vertauschen, das heißt, dass du in die Mutterrolle gehst, geht dein Partner in die Kindrolle oder eben er ist in der Kindrolle und du gehst in die Mutterrolle. Und ganz ehrlich, wer möchte schon körperlichen Austausch haben mit seinem Kind oder mit seiner Mutter oder mit seinem Vater? Das heißt, da ist einfach eine ganz andere Thematik. Und in der Partnerschaft kann man eben auch immer wieder feststellen, dass diese Streitigkeiten, die man so untereinander hat, ganz oft ausarten, wenn entweder einer oder beide in diesem inneren Kind sind. Denn im Endeffekt triggert der Partner in dem Moment ja eine Situation, die du als Kind wirklich erlebt hast. Wie kannst du dir das jetzt zum Beispiel in einer Partnerschaft vorstellen, wenn das innere Kind da ist, beziehungsweise wenn du auf einmal in die Mutterrolle gehst? Und das demonstrieren wir jetzt beide mal, ne? Ja, genau. Stell dir vor, du bist mit deinem Partner in der Küche und es geht um das Thema Kochen. Eigentlich würdest du gerne mit ihm zusammen etwas zubereiten und kochen, aber er drängt dich mit einigen Worten in diese Frauenrolle, du bist für das Kochen verantwortlich. Kennt ihr das? Ja? Da zeigt sich dann eben ganz oft, dass du in dem Moment in dein Kind reingepresst wirst, weil du in dem Moment dieses Glaubensmuster, was dein Partner dir triggert, ja vielleicht aus deinem Zuhause kennst, von dem Vater, für den es eben auch selbstverständlich war, dass die Frau kocht und den Haushalt macht. Und du es einfach von deinen Eltern gar nicht kanntest, dass da eine Zusammenarbeit auch im Haushalt war. Also sagt dein Mann dir in dem Moment, koch du das mal oder mach du das mal, das ist deine Aufgabe.
Und wenn du in dem Moment in deinem Erwachsenen wärst, würdest du sagen, verstehe jetzt nicht, was diese Äußerung soll oder warum du mir das sagst. Das heißt, du würdest vielleicht ein bisschen darauf eingehen, aber es würde dir nicht persönlich wehtun. Du würdest da kein persönliches Gefühl bei empfinden. Wenn in dem Moment aber durch die Situation dein inneres Kind getriggert wird, dann kann es sein, dass du sehr kiebig und zickig wirst. Und das könnte dann so aussehen. Was soll das heißen? Ich muss hier kochen. Da habe ich gar keine Lust zu. Mach dein Essen alleine. Ich mach das nicht. Ich will das nicht. Ich bin auch gar nicht dafür zuständig. Genau. Und genau das ist es. Das innere Kind ist nicht dafür zuständig. Das ist an dir, an der Erwachsenen. Und zwar nicht für deinen Mann das Essen zu machen, sondern miteinander zu essen. Vielleicht ihn auch zu diesem Essen einzuladen. Das ist eine ganz andere Energie und eine ganz andere Schwingung. Und es ist auch etwas Nährendes, aber nicht etwas, wo das innere Kind in den Fokus gesetzt wird. Und bei dem Thema Sexualität, was ich eben schon angesprochen habe, hat eben auch dieses innere Kind nichts zu suchen. Denn das ist etwas, wo ihr beide euch als Paar auf Augenhöhe begegnet. Wenn in dem Moment aber ein Teil in dir rebelliert und diesen körperlichen Austausch nicht möchte, dann spüre doch mal, egal ob du jetzt eine Frau bist oder ein Mann, spür doch mal in dich rein, ob es da vielleicht wirklich diesen kindlichen Faktor gibt, der in dem Moment versucht, den anderen durch Distanz zu zeigen, ich will damit jetzt nichts zu tun haben, ich möchte jetzt keinen körperlichen Kontakt haben. Dann kann es sein, dass sich in dem Moment das Kind zeigt. Ja, Maus, hast du noch was? Nee, aber in unserer Verbindung, also meine Große ist ja auch verheiratet, ne? Und da zeigt sich natürlich auch ganz oft das innere Kind von dem anderen Großen. Und da war eine Situation und die war toll, Mama, ne? Ja, die war richtig toll. Und zwar habe ich da mit meinem Mann über diese innere Kind-Thematik geredet und habe ihm auch erklärt, dass ich eben nicht seine Mutter bin, sondern dass er für sein inneres Kind selbst verantwortlich ist. Und er hat es nicht verstanden. Er hat das in dem Moment nicht verstanden. Und als ich dann, wann war das? Letztes Jahr im November das erste Mal mit diesen Puppen angefangen habe zu arbeiten. Also ich habe erstmal ein paar andere Puppen ausprobiert und bin dann bei mir, genau bei dir, geblieben. Da hatte mein Mann auf einmal auch den Impuls, auch so eine Puppe sich zu holen, um eben auch da seinen Austausch mit dem inneren Kind ein bisschen zu üben. Und es war so spannend. Wir haben dann gleichzeitig unsere beiden Puppen, also ich meine Kiki und er seinen Kleinen, in Empfang genommen und sind dann oben in mein Arbeitszimmer bzw. mein inneres Kindzimmer. Kannst du dir vorstellen, wie ein großes Kinderzimmer mit ganz viel Rosa und Plüsch und Einhörnern und ganz viel Teddys und Puppen. Genau. Da haben wir dann zusammen auf dem Bett gesessen und haben einfach mit den Puppen so ein bisschen rumgespielt und haben das so ein bisschen ausprobiert. Und dann hat er die Puppe genommen, also seinen Kleinen, und hat dann den Mund auf und zu gemacht und hat dann gesagt, na, mir geht's so schlecht. Ist alles so doof. Und du brauchst das jetzt gar nicht mitmachen, Mäuschen. Das ist, habe ich einfach jetzt mal so gemacht. Ist alles in Ordnung. Also, er hat mit der Puppe gespielt, hat immer wieder den Mund auf zugemacht und hat dann, ach, ist alles so doof, ich habe keine Lust. Und dann hat meine Kleine zu dem Kleinen gesagt, was ist denn los mit dir? Und da hat sein Kleiner zu Kiki gesagt, na, deine Große kümmert sich gar nicht um mich. Und die Reaktion von Kiki war dann, stopp, das muss sie auch gar nicht. Denn das ist meine Mama und nicht deine. Du hast deinen Großen und der ist für dich verantwortlich. Und nicht meine Mama.
Und in dem Moment schaut mein Mann mich an, nimmt die Puppe runter und sagt, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, durch so ein, ich sage jetzt mal, relativ simples Puppenspiel haben wir jetzt auch immer mehr in unserer Partnerschaft erkannt, wann bin ich im Kind und wann bin ich im Erwachsenen. Und wir gestehen uns eben auch gegenseitig zu, unser Kind zu leben. Das heißt, sollen wir von dem Wuttag tut Guttag reden? Ja, das wäre super. Genau, du kennst bestimmt auch dieses Gefühl, wenn du wütend bist. Ja? Und Wut ist so ein reinigendes und starkes Gefühl und kann eben auch nur dann entstehen, wenn du ein Selbstbewusstsein hast. Und wenn du merkst, dass da eine Ungerechtigkeit gegen dich gerade läuft, dann entsteht Wut. Das heißt, durch Wut entsteht Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Aber wir haben ganz oft, ja, in unserer Kindheit gelernt, dass wir eben nicht wütend sein dürfen, dass sich das nicht gehört oder was ich gehört habe, wütende Kinder sind hässlich, ja. Also sei nicht wütend, sonst bleibt die Fratze im Gesicht. Solche blöden Sachen. Ich habe aber gemerkt, wie wichtig es ist, diese Wut loszulassen und eben auch zu kanalisieren. Also sich wirklich eine Möglichkeit suchen, wie ich diese Wut, ohne sie zu bewerten. Also nicht zu sagen, ich bin wütend wegen dem oder bin wütend wegen dem, sondern diese Wut einfach zuzulassen, da einen Ort zu finden. Und deswegen haben wir einen Wuttag tut Guttag. Genau. Und der sieht folgendermaßen aus. Vielleicht kennst du das, dass ich so im Laufe der Woche oder der Wochen große Kartons ansammeln, wenn du mal was geschickt bekommst. Und manchmal ist das Wetter schlecht und du hast keine Lust, die Kartons zu zerreißen. Und dann sammeln die sich entweder in der Garage oder irgendwo im Keller. Und wir nutzen diese immer für unseren Wuttag tut Guttag. Das heißt, wenn ich wirklich merke, ich bin in meiner Wut oder auch mein Mann, dann gehen wir in den Keller bzw. bei uns in die Garage, schnappen uns diese ganzen Kartons, schmeißen die dann draußen auf den Boden, trampeln darauf rum, schreien, zerfetzen die, bis das wirklich nur noch so kleine Stücke sind. Und dann haben wir immer ganz viel Platz in unserer Mülltonne. Genau, das heißt, du kannst sogar mit dieser ausgelebten Wut etwas Produktives machen. Ja, oder wie ich es auch in meinen Begleitungen dann oft angeboten habe, diese Wut auszuleben, wo ich einer Klientin gesagt habe, pass mal auf, das nächste Mal, wenn du wütend bist, dann schau doch mal, ob du so einen alten Stuhl entweder bei dir im Keller hast oder vielleicht findest du auch einen auf dem Flohmarkt. Und wenn diese Wut kommt, dann nimm diesen Stuhl und zerwämmst den einfach mal wirklich auf den Boden. Lass diese Wut los. Und das Holz, was dadurch entstanden ist, die einzelnen Holzstücke, das bringst du mit in unsere nächste Begleitung. Und damit setzen wir uns dann vor den Kamin, lassen uns die Füße wärmen und trinken Cappuccino. Ja, weil das ist voll cool, wenn man die Gefühle einfach mal loslässt. Und wenn man die wirklich mal sieht und auch zeigt und nicht wegdrückt. Vor allen Dingen die Wut. Ich liebe unseren Wuttag tut Guttag. Und ich liebe das, dass ich dann einfach mal meine Gefühle zeigen kann, ohne dafür abgewertet zu werden oder dass meine Mama die wegdrückt. Nein, ich darf dann ganz präsent sein. Und das ist voll toll. Und damit fange ich auch an, meiner Großen immer mehr zu vertrauen, dass sie mich wirklich wahrnimmt. Genau, Maus. Das ist das, wo du auch in deiner Partnerschaft immer wieder erkennen kannst, wie wichtig es ist, diese Gefühle zuzulassen. Vielleicht auch in dem Moment einfach mal durchzuatmen und zu gucken, wo bin ich denn jetzt? Bin ich in einer Mutter- oder Vaterrolle? Bin ich in einer Kindrolle? Was brauche ich, um in meinem Erwachsenen zu sein? In meiner Frau, in meinem Mann? Genau. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dieser kleine Einblick von der inneren Kindthematik und der Partnerschaft
hat euch ein bisschen mehr die Augen geöffnet. Vielleicht habt ihr auch die ein oder andere Parallele gefunden und gedacht, oh, guck mal, das kenne ich. Dann schaut doch bitte das nächste Mal in deiner Partnerschaft, in deiner Beziehung ganz bewusst, wann du in diesem Kindfaktor dich fühlst und wann du in deinem Erwachsenen bist. Und vielleicht besteht ja auch die Möglichkeit, dass du mit deinem Partner mal darüber redest und wirklich ihn auch mal darauf aufmerksam machst oder sie darauf aufmerksam machst, wenn sie in dem Kind ist oder du dich eben in diese Vater- oder Mutterrolle gedrängt fühlst. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit und für all diese wundervollen Momente, die ich jetzt auch hier mit dir teilen durfte, und wünsche noch einen wunderschönen Tag. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und auch die Kiki. Ja, Däumchen bitte. Und wenn es möglich wäre, dann schreib doch einfach mal einen Kommentar unten hier rein, damit auch jeder andere so ein bisschen sich Gedanken machen kann, wer damit in Resonanz gegangen ist und was dabei rübergekommen ist.